Ach Leute, ich glaube, viele von euch kennen das oder jeden Tag die Frage, wie bekomme ich dieses Gemüse in meine Kinder rein? Und zwar so, dass sie das gerne freiwillig essen und nach dem zweiten Teller fragen. Und mit Nachtisch bestechen gilt natürlich nicht. Ich werde mir heute mit Vergefragt bei Aldi Süd angucken, wie man Kinder schon früh für Gemüse und Co. begeistern kann und warum eine bewusste und nachhaltigere Ernährung nicht nur für uns, sondern auch für unseren Planeten wichtig ist. Was ich damit meine, kommt mal mit, wir machen zusammen Nachhaltigkeit zur normalsten Sache der Welt. Ich bin hier heute bei Acker e.V. und das ist ein richtig cooler Verein. Der sorgt nämlich dafür, dass es an mittlerweile 1200 Schulen im deutschsprachigen Raum richtig coole Acker gibt, auf denen die Kids schon früh den Bezug lernen zu Natur und bewusster Ernährung. Und der Unterricht mal ausnahmsweise nicht im Klassenzimmer stattfindet. Hier bei Acker e.V. selber gibt es natürlich auch was zum Anbauen und Ernten. Und das gucke ich mir jetzt mal an und zwar zusammen mit Jan von Acker e.V. Ich bin gespannt. Hi Marie. Hi. Schön dich zu sehen, Hi. Marie. Hi. Schön dich zu sehen. Ich habe dir mal gleich ein bisschen Salat mitgebracht, Marie. Ah, sehr gut. Den werden wir heute nämlich gemeinsam einpflanzen auf unserem Acker. Du musst mir alles beibringen heute. Das ist überhaupt kein Problem. Kannst du mir erstmal erklären, was macht Acker e.V. eigentlich genau? Also wir bei Acker e.V. sind jetzt seit 10 Jahren sehr erfolgreich damit unterwegs, dass wir den Acker bzw. den Gemüsegarten direkt zu den Kindern bringen, an die Schule, an die Kita. Und das hat den Hintergrund, dass wir gemerkt haben, ganz viele Kinder wissen gar nicht mehr, woher ihre Lebensmittel kommen, essen deshalb auch viel zu wenig Gemüse. Ne, kennt man ja, was man nicht jeden Tag sieht oder weiß, wo es herkommt. Da ist man gerade als Kind ein bisschen skeptisch. Und was auch natürlich ganz toll ist für die Kinder, sie können selber was ausprobieren und haben so diese Erfolgserlebnisse. Ne? Spätestens beim Ernten ist das natürlich dann ein absolutes Highlight. Ja. Ich sage immer, wer mit mir auf den Acker geht, wer die Hände nicht dreckig hat, war nicht dabei. Gut, dass ich heute weißen Nagellack trage. Ich glaube, der wird am Ende des Tages ein bisschen anders aussehen. Auf geht's auf den Acker. Sehr schön. Und hier sind wir dann jetzt auch gleich schon am Acker, wo wir für unsere Bildungsprogramme, wie zum Beispiel die Gemüseakademie für die Schulen, unser Gemüse anbauen. Ja, dass man mit dem Thema schon in jungen Jahren so loslegt, das ist Aldi Süd total wichtig. Deshalb unterstützen sie die Gemüseakademie schon seit vielen Jahren. Übrigens, beim Kauf eines Bio-Obst- oder Gemüseartikels bei Aldi Süd, da wird was gespendet zwischen 30. September und 19. Oktober. Also so könnt ihr auch mitmachen und dazu beitragen, dass zukünftige Generationen schon in jungen Jahren was über Nachhaltigkeit und bewusste Ernährung lernen. Und ich bin jetzt auch bereit, was zu lernen. Sehr schön, dann schauen wir uns mal gleich an, wie das funktioniert. Alles klar. Auf geht's. Hallo. Hi. Hi. So. Dürfen wir mitmachen? Voll gerne. Cool. Sehr schön. Ich hab Bock. Weiß das einer von euch, woran wir sehen, dass die Kartoffeln hier reif sind? Ich glaube, weil die Blätter dort abgestorben sind. Genau. Ah. Dann wissen wir, die ganze Energie ist unten in der Knolle. Mhm. Damit ist der beste Zeitpunkt, dass wir uns die aus der Erde holen. Ist auch eine. Ah, schaut an. Wow, wir haben ja wirklich innerhalb kürzester Zeit einen ganzen Eimer Kartoffeln aus der Erde rausgeholt. Aber ich frage mich ja schon, was genau mache ich jetzt eigentlich damit? Wie sieht eigentlich eine nachhaltigere und bewusste Ernährung genau aus? Was steckt dahinter? Diese Fragen kläre ich jetzt. Ich sitze hier mit den GründerInnen der Nutrilini-App mit Priscilla und Nina. Schön, dass ihr heute hier seid. Verratet mir mal, warum ist eine bewusste und vor allem nachhaltigere Ernährung so wichtig? Ja, wie du ja weißt, sind wir mitten in der Klimakrise. Das wäre schon, glaube ich, das erste große Argument. Unabhängig vom Klimawandel ist natürlich auch einfach die Gesundheit ein ganz großes Thema. Durch die Ernährung kann man tatsächlich unglaublich viel bewirken. 68% der Deutschen und sogar 83% der 18- bis 29-Jährigen würden sich gerne klimafreundlicher ernähren, aber wissen leider nicht wie. Falls ihr auch noch Tipps und Tricks braucht, wie ihr euch klimafreundlicher ernähren könnt, dann guckt doch mal in die Videobeschreibung. Aldi Süd orientiert sich ja an der Planetary Health Diet. Sagt euch das auch was? Total, und die ist auch sehr, sehr wichtig. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung orientiert sich da jetzt auch zum Glück dran und hat da jetzt auch ganz viel geändert. Deswegen denke ich mir immer, so schwer ist es nicht. Wenn man will, kann man ja ab und zu Fleisch essen, aber eben halt reduziert. Und man sieht es letztendlich, das finde ich immer sehr interessant, du kannst eigentlich durch die gesamte Welt gehen und da siehst du, dass die Urform immer eine hochwertige Getreideart war mit einer Hülsenfrucht.
Die Planetary Health Diet wird bei Aldi Süd großgeschrieben und ich habe natürlich auch noch einen Experten hier, der uns genau erklärt, was es damit auf sich hat. Das ist der Dr. Stefan Lück und er kommt aus dem Expertinnengremium, die Aldi Süd regelmäßig beraten. Aldi Süd engagiert sich für eine bewusste und nachhaltigere Ernährung und hat in diesem Zusammenhang die Planetary Health Diet als Basis für seine Ernährungsstrategie, Stichwort Ernährungswechsel, gewählt. Ja, die Kernaussage, das Konkrete bei der Planetary Health Diet ist, dass wir die pflanzlichen Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Gemüse, Vollkorngetreide, Nüsse mehr in unsere Ernährung mit einbauen. Und das bedeutet ja auch eine deutliche Aufwertung unserer Ernährung hinsichtlich der Vielfalt von pflanzlichen Lebensmitteln. Aber klar ist, dafür müssen wir die tierischen Lebensmittel reduzieren, also Fleischkonsum runter, aber auch diese Massen an Eiern und Milchprodukten. Ja, das belastet auch am Ende des Tages unsere Erde. Ja, und Aldi Süd unterstützt ja mit vielen verschiedenen Maßnahmen genau das, was die Planetary Health Diet fordert, nämlich eine ausgewogene, pflanzenbasierte Ernährung und eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion. Boah, ich hab die Größte! Das macht schon Spaß auf jeden Fall. Ja, und du siehst, auch wenn man vielleicht noch nicht so genau weiß, wie das Gemüse wächst, mindestens das Ernten macht doch viel Spaß. Ja, richtig cool. Das ist eine Mini. Also man sieht, hier ist so alles dabei. Riesenkartoffeln und ganz kleine Mini-Kartoffeln. Wir werden schon am Naschen. Tomaten, ja. Lecker. Wer hat schon probiert von euch? Schmeckt? Ja. Ja? Ja. Mmh. Als würde man die Sonnenstrahlen schmecken können. Ja. Good teamwork. I like it. In der Theorie klingt das immer alles so einfach. Wenn man dann wirklich probieren will, ein bisschen Gemüse an die Kinder zu bringen, dann bin ich zumindest oft an meinem Limit und merke, es geht einfach gar nichts. Alles wird abgelehnt. Was gibt es da noch so für Tipps und Tricks, dass die Kinder da auch mehr mitziehen? Kinder sind per se auf süß und fettig programmiert. Das sind ihre Geschmackspräferenzen. Ein Trick ist, dieses Wissen dir zugute zu machen und dir zu überlegen, wenn du zum Beispiel einen bitteren Brokkoli hast, kombinierst du ihn mit einem fettigen Frischkäse und einem energiedichten der Nudel, dann hast du da schon mal eine höhere Wahrscheinlichkeit. Oder du nutzt die Kunst der Alchemie und legst eine Karotte zum Beispiel sehr lange in den Ofen, dann holst du die volle Süße raus. Jetzt gibt es ja bei euch in der App vegetarische Rezepte und auch vegane. Wie ist es so mit den Nährstoffen? Weil ich habe noch irgendwie so im Kopf, Kinder müssen Fleisch essen. Es kommt darauf an, wie man die vegetarische und vegane Ernährung gerade in sensiblen Wachstumsphasen umsetzt, also von der Schwangerschaft bis hin ins Teenalter. Denn Fleisch ist schon ein Lieferant von Eiweiß, Zink, Eisen und Vitamin B12. Und das sind Nährstoffe, die ein Kind im Wachstum braucht. Es gibt aber tierische und pflanzliche Alternativen, also Milchprodukte, Eier, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse. Und wenn man die richtig kombiniert und einsetzt, dann kann man Fleisch dadurch ersetzen. Um die Prinzipien der Planetary Health Diet beim Einkauf wirklich berücksichtigen zu können, und zwar einfach, ist in erster Linie wichtig, auf pflanzliche Lebensmittel zurückzugreifen. Also Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, aber auch Vollkornprodukte. Und da gibt es ja wirklich super leckere Sachen, die man daraus zaubern kann. Und da hat ja auch Aldi Süd Rezeptempfehlungen. Ja, und dann tierische Lebensmittel ein wenig einschränken, auch wenn es manchmal so lecker ist. Aber im Sinne der Ressourcenschonung wäre es besser, weniger Fleisch, weniger Milchprodukte, weniger Eier. Hochverarbeitete Lebensmittel, die oft sehr viel Zucker, Salz und viel Fett enthalten, ja, die würde ich doch eher meiden und zurückgreifen auf frische, unverarbeitete Lebensmittel. Und die schmecken auch besser. Und ich finde es schlau, auf Label zu achten. Es gibt Nachhaltigkeitssiegel, Bio-Siegel, aber auch regionale Herkunft, die ersichtlich ist. Und wenn wir da zugreifen, dann haben wir auch gute Lebensmittel ausgewählt. Was habt ihr in der Hand? Spinat. Feldsalat. Ja, Feldsalat. Super. Also, wir sehen jetzt gleich hier auf der ganzen Fläche das aus. Bevor wir so richtig loslegen, machen wir einmal noch ganz kurz hier die großen Klumpen mit der Hand einfach einmal so kaputt. Und jetzt kommt der letzte Part. Marie, mit dem Gießkannen einmal überbrausen. Alles klar. Top. Da werden die Kinder gleich mitgegossen hier. Sehr schön. Marie, vielen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Hände sind ordentlich dreckig geworden. Ich hoffe, du bist zufrieden mit meiner Leistung heute. Ich bin super heute. Zufrieden mit deiner Leistung. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao ihr Lieben. High five, high five. Oh, gut gemacht. Mega, mega. Bis zum nächsten Mal. Und ab geht's, Leute. Auf geht's. Das hat heute so Bock gemacht und ich werde auf jeden Fall probieren, zu Hause auch Tomaten anzupflanzen, denn die Kinder haben die wirklich mit voller Begeisterung gegessen. Wenn ihr jetzt Infos wollt rund ums Thema bewusste und nachhaltigere Ernährung mit Produkten von Aldi Süd, über die Planetary Health Diet oder die Gemüseakademie, dann guckt doch mal in die Beschreibung, da findet ihr alle Links. Und das nächste Mal geht's ums Thema Food Waste. Ich freue mich schon drauf. Tschüss!